Unsere Nahrung. Was wir täglich essen und verzehren, es könnte sich radikal verändern. Denn in Produktionsstätten, Versuchsküchen und Laboren erschaffen Forscher und Erfinder den Speiseplan der Zukunft. Unser Essen von morgen soll den Menschen gesünder, schöner und klüger werden lassen und die Ressource Mensch mit neuen Mahlzeiten optimieren. Aber ist unsere Gesellschaft bereit für das Essen von morgen? Für den Speiseplan aus dem Labor? Wie wird die Zukunft aussehen? Der Biochemiker Stefan Siegrist von der ETH Zürich erforscht die neuesten Foodtrends. Siegrist will wissen, was wir morgen essen werden. Deshalb untersucht er die Schnittstellen zwischen Forschern und Verbrauchern, das Wechselspiel von Technik und Gesellschaft in der westlichen Welt. Die Bedeutung des Essens hat sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten nachhaltig verändert. Das Essverhalten ist beeinflusst einerseits von gesellschaftlichen, kulturellen Trends, andererseits natürlich von neuen Technologien. Das dominante Motiv beim Essen in der Vergangenheit war Hunger. Und das spielt heute keine Rolle mehr. Das heißt, wir stehen eigentlich vor einem Umbruch im Bereich des Essens. Wir gehen von Defizit hin zu Entfaltungsbedürfnissen. Und dabei spielt natürlich die Selbstverwirklichung eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, wir essen eben nicht mehr nur, um satt zu werden, sondern wir essen, um gesund zu sein, wir essen, um schön zu sein, wir essen, um einen gewissen Lebensstil zu verkörpern. Und das alles sind Trends, die die Gegenwart, aber auch eben die nächsten Jahre weiterhin sehr stark prägen werden. Wenn wir nicht mehr ausschließlich essen, um satt zu werden, welche Produkte wird es dann geben? Stefan Siegrist hat die Faktoren analysiert, die die Entwicklung von neuen Foodprodukten antreiben. Die Frage, wie sich die Menschen in der Welt von übermorgen ernähren werden, hat vor allem mit uns selbst zu tun. Wir wollen uns entfalten und selbst verwirklichen. Die Industrie weiß diesen Trend zu nutzen. Die Lebensmittelmärkte sind gesättigt durch die globale Produktion. Die industrielle Herstellungsweise sind die Margen für Lebensmittel immer tiefer geworden. Und Handel und auch Produktion suchen natürlich nach neuen Wachstumsmöglichkeiten. Und eine wesentliche Strategie ist, dass man versucht, Lebensmittel zu funktionalisieren, ihnen einen Zusatznutzen zu geben und dadurch natürlich neue Mehrwerte zu bieten. Ein Thema ist sicherlich Gesundheit, wo man versucht, eben durch gesunde Inhaltsstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, eben neue Umsätze zu generieren und höhere Margen beim Kunden auch durchzusetzen. Im Supermarkt ist schon heute ein Produkt zu finden, von dem man gar nicht erwartet hätte, dass es die Gesundheit fördern kann. Schokolade. Ein komplexes Gemisch aus Kakaobutter, Zucker, Milch und Kakaomasse. In Belgien betreibt die Firma Barry Callebaut das größte Schokoladenwerk der Welt. Von hier aus werden Hersteller in ganz Europa beliefert. Jedes Jahr verarbeitet der belgische Konzern 400.000 Tonnen Kakaobohnen, etwa 10% der Welternte. Ein teurer Rohstoff, der an den Warenterminbörsen gehandelt wird. Kakao. Schon die Mayas verehrten die Pflanze als Speise der Götter. Bei Barry Callebaut wurde die sagenumwobene Frucht genauer analysiert. Herwig Bernhard leitet die Forschungsabteilung des Unternehmens. Der Wissenschaftler hat einen Bestandteil der Kakaobohne genauer untersucht, die sogenannten Polyphenole. Sie dienen den Pflanzen als Schutz. Die Bitterstoffe sollen Pflanzenfresser abschrecken. Doch der Stoff hat auch eine für Menschen heilende Wirkung. Polyphenole finden sich in verschiedenen Lebensmitteln, zum Beispiel in Rotwein oder grünem Tee. Und auch im Kakao sind diese Polyphenole in sehr hoher Konzentration zu finden. Die Forschung hat gezeigt, dass diese Wirkstoffe einen sehr hohen antioxidativen Effekt haben. Sie beeinflussen das Herz-Kreislauf-System, die Wahrnehmung und wirken gegen Hautalterung. Einige Studien zeigen sogar Ansätze im Kampf gegen Krebs. Sollte der Wirkstoff sich eines Tages tatsächlich als so kraftvoll erweisen, wie erste Studien vermuten lassen, könnte man Schokolade noch besser verkaufen als bisher. Doch der Polyphenolgehalt müsste noch gesteigert werden. Denn
denn die Forscher haben herausgefunden, dass der natürlich hohe Anteil vor allem bei der Fermentation der Kakaobohnen zum großen Teil zerstört wird. Jetzt haben sie die Verarbeitungsprozesse verändert. Bei einer neuen Rezeptur kommen auch Kakaobohnen zum Einsatz, die nicht fermentiert wurden. Dabei bleibt der wertvolle Wirkstoff weitgehend erhalten. In den Laboren wird fieberhaft daran gearbeitet, die gesundheitsfördernde Wirkung der neuen Polyphenol-Schokolade auch wissenschaftlich zu untermauern. Derzeit tobt ein Streit zwischen Verbraucherschützern und Herstellern um die Vermarktung von Functional Food. Ein Konflikt, der sich in den kommenden Jahren noch verschärfen könnte. Bislang muss sich Barry Callebaut zurückhalten. Die Schokolade wird mit dem Spruch "purer Genuss, der gut tut" beworben. Man kann mit Slogans werben, solange man keine heilende oder vorbeugende Wirkung für Krankheiten anpreist. Das ist bei Lebensmitteln nicht erlaubt. Wenn es allerdings genügend wissenschaftliche Beweise für eine bestimmte heilsame Wirkung gibt, lässt sich eine ganze Menge machen. Aber sie dürfen den Konsumenten nicht irreleiten. Ohne wissenschaftlich fundierte klinische Studien dürfen sie nicht mit bestimmten Behauptungen werben. Die Lebensmittelproduzenten befinden sich in einer schwierigen Lage. Einerseits schmälern die hohen Rohstoffpreise ihre Gewinne, andererseits dürfen sie ihr Functional Food nur als Lebensmittel und nicht als Medizin vermarkten. Aber vielleicht ist das auch gut so. Zukunftsforscher Stefan Siegrist beobachtet ständig den Markt und die Produkte, die lanciert werden. Weil die Lebensmittelforschung längst die molekulare Ebene erreicht hat, gibt es keine Tabus mehr. In der Welt von übermorgen könnte das produziert werden, was auch technologisch möglich ist. Ja, für die Zukunft oder die ferne Zukunft sind natürlich auch radikale Lebensmitteltrends denkbar, die über das hinausgehen, was wir heute kennen. Die sind beeinflusst einerseits von den Bedürfnissen, die wir in Zukunft haben werden, andererseits aber natürlich durch neue Technologien. Und die Forschungsebene verschiebt sich von der Mikro- auf die Nanoebene, also auf die Ebene von Molekülen und Atomen. Und so wäre es natürlich denkbar, dass man komplett individualisierbare Getränke, programmierbare Getränke herstellt, die den Geschmack annehmen, die der Konsument sich wünscht. Und das würde so funktionieren, dass man eben Molekülcontainer baut, auf der Größe von einem Tausendstel Millimeter, die verschiedene Geschmacksstoffe enthalten, Erdbeer, Banane. Diese Container können mit elektromagnetischen Wellen, die beispielsweise von einem Handy kommen, zum Platzen gebracht werden und der Konsument kann sich dann so eigentlich das Getränk programmieren, das er sich wünscht. Schmeckt nach Banane oder nach Erdbeer, je nach dem Gusto des Konsumenten. Die Supermarktregale von morgen. Eines Tages gefüllt mit interaktiven Produkten. Geschmacksstoffe mit Radiofrequenzen stimuliert. Es klingt nach Science Fiction. Doch sicher ist, bereits heute machen sich Wissenschaftler die Erkenntnisse der Nanotechnologie zunutze. Für die Lebensmittel der Zukunft. An der Universität Graz erforscht der Physiker Otto Glatter das Verhalten von Flüssigkeiten. Er hat eine Methode gefunden, einzelne Moleküle in winzigen Nanocontainern zu verkapseln. Die Wissenschaftler greifen die Grundlagen der Lebensmittelchemie auf. Die Milch lebt, heißt es da. Ein roter Laserstrahl, auf einige Milliliter Milch gerichtet, zeigt, dass Wassermoleküle in der Milch ständig in Bewegung sind und die Fettmoleküle herumschubsen. Trotzdem bleibt die Lösung stabil. Will man Fett und Wasser mischen, sorgen Tenside dafür, dass sich die Bestandteile vermengen lassen. Den Forschern gelang das Gleiche im Nanobereich. Kleine Wassermoleküle, die in einer Emulsion von Öltröpfchen umschlossen sind. Wir suchen die Moleküle so aus, dass sie schlicht und einfach durch ihr Vorhandensein diese Strukturen bilden. Das ist so ähnlich, als wenn ein Ziegellastwagen die Ziegel zur Baustelle bringt und die Ziegel springen von selbst zusammen und bauen das Haus in der vorgegebenen Form. Um jetzt diese Form zu beeinflussen, können wir unterschiedliche Moleküle nehmen. Wichtig ist dabei, dass diese Moleküle dabei nicht verändert werden. Sprich, wenn wir Bio-Naturstoffe verwenden, bleiben das auch Bio-Naturstoffe. Sie verändern sich überhaupt nicht.
Es wird keine Chemie im klassischen Sinn gemacht, dass da neue Produkte entstehen, die vielleicht irgendwelche Risiken haben könnten, die man vorher noch nicht kennt. Mit speziell entwickelten Röntgen-Kleinwinkelkameras können die Forscher beobachten, wie sich diese Nanostrukturen immer wieder selbst zusammensetzen. Und wie einzelne Moleküle aus dieser Öl-Wasser-Lösung sich durch Erhitzen wieder herauslösen lassen. Die Grazer Wissenschaftler haben bereits eine konkrete Anwendung im Auge. Lycopen, der rote Farbstoff der Tomate, gilt als vorbeugend und heilend bei Prostatakrebs. Er ließe sich auf diese Art nano verkapseln und in jedes Lebensmittel integrieren. Wenn man rohe Tomaten isst, dann nimmt der Körper diesen Wirkstoff nicht auf. Das heißt, er wird ausgeschieden, er wird nicht eingebaut, er ist nicht bioavailable, wie das in Fachchinesisch heißt. Wenn dieses Molekül aber jetzt an dieser Grenzschicht, zum Beispiel zwischen Öl und Wasser, eingebaut wird, dann kann man zeigen, dass eben die Bioverfügbarkeit wesentlich gesteigert ist. Noch ist es Grundlagenforschung. Doch in Graz arbeitet man bereits an konkreten Aufträgen des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé. Es sind Geheimprojekte. Verschlusssachen. Weil man zu wenig über die kleinen Teilchen weiß, ist die Nanotechnologie in Verruf geraten. Zu Unrecht, finden die österreichischen Wissenschaftler, denn sie benutzen nur den Baukasten der Natur. Trotzdem. Immer weniger Menschen verstehen den rasanten technologischen Fortschritt. Wer von uns weiß, wie der Chefkoch in einem Superrestaurant den Braten zubereitet hat? Wenn er das ordentlich kann, ist es okay. Und so wird es bei diesen Lebensmitteln auch sein. Wichtig ist, dass nichts verändert wird. Dass die Moleküle, die wir reinnehmen, so drin sind, wie wir sie reingegeben haben. Biogene Rohstoffe, die nicht irgendwie besonders verändert wurden. Unsere Strukturbildner, die wir verwenden, um diese Grenzschichten zu machen, bestehen aus simplen Öl, zum Beispiel man kann Sonnenblumenöl hernehmen, das hat drei so Fettsäureketten, da spaltet man zwei ab, was im Übrigen in unseren Darm jeden Tag passiert, wenn wir was essen. Und schon hat man diese Emulgatoren, die diese Strukturen bilden. Es mag befremdlich klingen, doch eines Tages wird es nanotechnologisch hergestellte Lebensmittel geben. Nach Grazer Art. Auf der Suche nach Ernährungstrends hat Stefan Siegrist auch die Gegenwart im Blick. Und er sieht, beim Essen kann sich der Wunsch nach Gesundheit nicht immer durchsetzen. Im Gegenteil, viele Menschen passen die Ernährung ihrem Lebensstil an. Sie essen sich mit Lebensmitteln krank. Wenn wir uns die Entwicklung der häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt anschauen, dann zeigt sich, dass über die letzten Jahrzehnte Infektionskrankheiten an Bedeutung verloren haben und gleichzeitig Zivilisationskrankheiten, also Erkrankungen, die mit dem Lebensstil eines Menschen zusammenhängen, sehr stark zugenommen haben. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabeteserkrankungen im Zusammenhang mit Fettleibigkeit, die dazu führen könnten, dass die Generation der heutigen 10- bis 14-Jährigen eine tiefere Lebenserwartung hat als die ihrer Eltern. Das wäre erstmals in der Geschichte der Menschheit so. Und es hat signifikante Folgen für die Gesundheitskosten. Einige Nahrungsmittelhersteller stellen sich der Verantwortung. Sie überarbeiten viele ihrer Rezepturen, denn sie wollen nicht länger als Dickmacher dastehen und Lebensmittel anbieten, die unsere Gesellschaft krank macht. So tauchen plötzlich Produkte auf, die nicht mehr das sind, was sie vorgeben zu sein. Das Lieblingsessen der Deutschen wird nicht aus den Regalen verschwinden, aber es wird sich verändern. Denn Forscher haben die Wurst neu erfunden. Wissenschaftler am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik in Freising haben sich dieser Aufgabe gestellt. Sie wollen das Fett aus der Wurst verbannen. Vollkommen. Bislang galt das als unmöglich. Selbst Light-Varianten enthalten noch 10-15% Fett. Die Forscher waren gefordert, mageres und nahezu fettfreies Fleisch so zu verarbeiten, dass das enthaltene Eiweiß nicht gerinnt. Zu hohe Temperatur muss unbedingt vermieden werden. Deshalb wird die Fleischmischung mit Flüssigstickstoff gekühlt. Normalerweise entstehen im Kutter, der die Fleischmischung zerhäckselt, Temperaturen von 70 Grad.
Die Forscher verwenden zudem stumpfere Messer als gewöhnlich. Sie schließen die Fleischproteine besser auf. Gegart wird der fettfreie Leberkäse wie der herkömmliche. Das Entscheidende bei unserem Vorgang ist, dass wir, wenn Sie sich ein Protein als Wollknäuel vorstellen, dass wir dieses Wollknäuel aufwickeln müssen, um ein Netzwerk herstellen zu können. Und dieses Netzwerk wiederum ist in der Lage, Wasser zu binden und damit ein stabiles Gel auszubilden, das Wasser stabil zu halten und damit eben dieses saftige Mundgefühl zu bringen. Die Forscher wissen, dass ihr Fleischprodukt nicht nur schmecken muss. Konsumenten erwarten ein ganz bestimmtes Mundgefühl. Sie wollen sich das Fleisch auf der Zunge zergehen lassen. Deshalb haben die Wissenschaftler auch die Textur ihrer Fleischkreation analysiert. Die Maschine bringt positive Ergebnisse. Doch wie reagieren Menschen? Geschulte Sensoriker des Instituts haben die Fraunhofer Wurstwaren getestet und für so gut befunden, dass ein Hersteller die Produkte bundesweit in den Handel gebracht hat. Doch lässt sich unsere Wahrnehmung überlisten? Was geschieht, wenn wir essen, ohne Kalorien zu uns zu nehmen? Diese Fragen untersuchen Forscher am holländischen Top Institute for Food and Nutrition, das einzige Institut europaweit, das die Hirnströme von Probanden beim Verzehr von Nahrungsmitteln messen kann. Erste Untersuchungen zeigen, bereits im Moment der Nahrungsaufnahme erreichen bestimmte Impulse das Gehirn und signalisieren einen Sättigungsgrad, obwohl die zugeführten Kalorien vom Körper noch nicht verarbeitet und in Energie umgewandelt wurden. Das Hirn kontrolliert die Menge, die wir essen. Das ist definitiv so. Wir wollen verstehen, welche Signale vom Hirn wahrgenommen werden und bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle spielen. Mit diesen Erkenntnissen wollen wir Lebensmittel kreieren, bei denen genau diese Signale verstärkt eingebaut sind. Dann können wir messen, wie das Hirn darauf reagiert. Wenn wir also diese Signale verstärken, ohne gleichzeitig die Kalorien mitzuliefern, dann können wir Lebensmittel entwickeln, die sättigen, angenehm schmecken, aber die Menschen nicht dick machen. In einem Versuch testen die Forscher ihre ersten Hypothesen. Das Gehirn bewertet offenbar nicht nur den reinen Geschmack von Nahrung, sondern auch die Textur, wie sich ein Lebensmittel im Mund anfühlt. Hier werden einer Probandin zwei verschiedene Sorten Schokomilch zu trinken gegeben, eine dünnflüssige und eine dickflüssige. Die Testperson soll, im ethisch vertretbaren Rahmen, so lange trinken, bis sie das Gefühl einstellt. Das Ergebnis ist eindeutig. Da Cremigkeit ein wichtiges Signal dafür ist, muss von der dünnflüssigen Milch viel mehr verzehrt werden als von der dickflüssigen. Nehmen Sie zum Beispiel Pudding. 90% des darin enthaltenen Fetts dient nur dazu, das Produkt zu stabilisieren. Aber dieser dickflüssige Eindruck wird sensorisch, also im Mundgefühl, nicht als cremig wahrgenommen. Nur 10% der Fetttropfen darin erzeugen genau diesen Eindruck. Wir haben einen Pudding entwickelt, der mit nur 10% des Fetts auskommt, aber genauso wie der ursprüngliche Pudding schmeckt und auch so wahrgenommen wird. Das Team um Rob Hamer könnte der Industrie auch in Zukunft weitere Erkenntnisse für kalorienreduzierte Rezepturen liefern. Eine wichtige Antwort bleiben die Wissenschaftler jedoch schuldig. Noch weiß niemand, was passieren wird, wenn wir unsere Wahrnehmung mit künstlich produzierten sensorischen Signalen dauerhaft täuschen. Aber können wir uns diesen Täuschungen überhaupt entziehen? Und zwischen dem unterscheiden, was gut für uns ist und was nicht? Das Warenangebot ist unüberschaubar geworden. Noch nie waren Lebensmittel so im Überfluss vorhanden wie heute. Und noch nie war die Verwirrung der Verbraucher so groß. Und die meisten von ihnen können die Ressource Lebensmittel gar nicht ausschöpfen. Der Wunsch nach Einfachheit definiert sicherlich. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen haben wir weniger Zeit, unser Leben wird immer komplexer. Entsprechend suchen wir nach Lebensmitteln, die uns eben erlauben, eben Essen schneller und einfacher und von überall her zuzubereiten und uns gut zu ernähren. Immer mehr Konsumenten überlassen das Zubereiten der Industrie. So ist in den vergangenen 30 Jahren der Pro-Kopf-Verbrauch allein an Tiefkühlkost um 50% gestiegen.
Fertigmahlzeiten sind für viele Menschen unverzichtbar geworden. Und in den Tiefkühlregalen tut sich etwas. Die Branche erlebt eine Revolution. Der Tiefkühlkosthersteller Frosta in Bremerhaven hat sie ausgelöst. Das Traditionsunternehmen verdient sein Geld auf verschiedenen Produktionslinien. Für unterschiedliche Handelsmarken werden Fischstäbchen und Schlemmerfilets produziert. Präzise Schockfrostung ermöglicht es, den Frischegrad so weit wie möglich zu erhalten. Doch diese Technologie ist so gut wie ausgereizt. Die Revolution bei Frosta fand ganz woanders statt. In den Köpfen. Andreas Bosselmann leitet die Abteilung Entwicklung des Unternehmens. Vor einigen Jahren stand für ihn fest, es muss sich grundlegend etwas ändern. Zu lange wurde mit eigentümlichen Zusatzstoffen hantiert. Ein unehrliches Geschäft. Wir haben bei uns auch früher eine sogenannte Clean-Label-Strategie gefahren. Das bedeutete, dass wir unsere Rezepturen so gestaltet haben, dass die Zusatzstoffe möglichst nicht zu deklarieren waren. Also das entspricht alles dem Lebensmittelrecht sehr wohl. Das, was wir ausgenutzt haben und was viele Lebensmittelproduzenten heute auch immer noch ausnutzen, ist eben, dass man Zusatzstoffe beispielsweise, die im Endprodukt keine technologische Wirkung mehr haben, die muss ich nicht deklarieren. Ein Beispiel ist, wenn ich in einem Fertiggericht Sahne als Zutat einsetze, dann muss ich den Stabilisator Carragen, der in der Sahne enthalten ist, um das Aufrahmen zu verhindern, den muss ich in einer Soße oder in einem Fertiggericht mit Soße nicht deklarieren. Bosselmann wollte bei Frosta ohne Zusatzstoffe produzieren. Ohne Fertiggewürzmischungen, deren wahren Inhalt niemand kennt. Von jetzt an sollte jeder Rohstoff strenge Kriterien erfüllen. Und die Frosta-Köche mussten neue Rezepte erfinden. Denn Geschmacksverstärker sollten tabu sein. Ursprünglich hatte das Unternehmen 100 Fertiggerichte im Programm. Jetzt sind es nur noch 50. Manche ließen sich gar nicht ohne Zusatzstoffe herstellen. Bei anderen war es noch schwieriger. Manche Zutaten waren gar nicht zu bekommen, zumindest nicht ohne Zusatzstoffe. Mittlerweile hat Frosta sein eigenes Sortiment komplett umgestellt. Sämtliche Produkte erfüllen das hauseigene Reinheitsgebot. Sie sind frei von Konservierungs- und Zusatzstoffen. Doch der eigene Anspruch hat das Unternehmen vor einigen Jahren knapp an den Ruin gebracht. Die neue Philosophie brachte erhebliche Probleme. Wir konnten nichts mehr kaschieren über Aromen, über Geschmacksverstärker. Also war die Qualität der Rohwaren so hoch, dass wir einen Preis verlangen mussten im Markt, der etwa 10% über dem lag, was wir in der Vergangenheit für Preise genommen hatten. Und das haben die Verbraucher zu Beginn nicht honoriert. Das waren vielleicht früher 3 Euro und nun waren es auf einmal 3,50 Euro. Und der Verbraucher hat da sehr kritisch reagiert. Nach Einführung der neuen Produkte brach der Umsatz kurzzeitig um 40% ein. Mittlerweile hat sich die Lage normalisiert. Offensichtlich gilt in Deutschland immer noch die Beobachtung eines Konsumforschers, der gesagt hat, die Leute geben gerne 15 Euro für einen Liter Motoröl aus, aber 15 Euro für einen Liter Olivenöl? Niemals. Immerhin, Frosta hat mit seinem Projekt eine Revolution jenseits von Bio in Gang gebracht. Was also werden wir auf dem Teller von morgen finden? Wie wird unser Essen der Zukunft aussehen? Werden wir eines Tages tatsächlich Lebensmittel zu uns nehmen, von Food-Stylisten so überprozessiert, dass sie sinnlich kaum erfahrbar sind? Wird es Funktionsnahrung geben, für die man eine Bedienungsanleitung braucht? Werden wir unsere Leistung steigern, unser Leben durch Essen verlängern können? Eindeutige Antworten gibt es nicht.
Die wesentlichen Trends werden sicherlich auch für die nächsten Jahre Gesundheit, Convenience, Erlebnisse sein. Aber es gibt natürlich zu jedem Trend einen entsprechenden Gegentrend. Das heißt, als Gegentrend zu Gesundheit wird auch der Wunsch nach deftiger Kost zunehmen. Als Gegentrend zur globalisierten Ernährung werden eben lokale Speisen wichtiger. Das heißt, wir werden mit einer Vielzahl von Speisen zu rechnen haben, die insbesondere eben auch mit technischen Möglichkeiten, mit Marketinginnovationen aufgewertet werden und so eigentlich zu abstrakteren Produkten werden. Für den Konsumenten ist es schwieriger zu entscheiden, was diese Produkte tatsächlich leisten. Aus meiner Sicht werden sich nur diejenigen letztendlich durchsetzen, die einen echten Mehrwert für den Kunden auch bringen. Die technologischen Innovationen bei Lebensmitteln sind da. Ob sie sich durchsetzen, hängt davon ab, ob die Konsumenten bereit sind, sie anzunehmen. Was Wissenschaftler in den Laboren auch austüfteln mögen, wie und was wir essen, entscheiden wir selbst. Unser Essen der Zukunft. Es bleibt ein Teil von uns.